Ich freue mich sehr auf den royalen Besuch. Ja, Robert Heinrich I. kommt mit seinem Obersthofmeister Seifenstein. Wir sind aufgeregt. Haben wir Taschentücher dabei? Wir müssen wehen. Wieso weinst du gleich, wenn er kommt oder wie? Nein, aber wir müssen winken. Ja, aber dann haben wir gesehen, was da passiert. Und da haben wir uns gedacht, aha. Ja, das erste Mal eine Audienz beim Kaiser gekriegt, ja. Ja, und dann haben wir gesehen, was passiert ist, nachdem was passiert ist. Und da haben wir uns gedacht, ach so? Dass man hierher kommt und Angst hat, dass man einfach nur Angst vor Demütigung. Und dann haben wir gesehen, was passiert ist, was dann passiert ist, nachdem was passiert ist. Und da haben wir uns dann gedacht, na, Alter. Seine Majestät, Robert, ist, glaube ich, viel, viel komplizierter und das Zeremonielle ist wesentlich strenger. Ja, und dann haben wir uns gedacht, ja, ohne uns geht's halt nicht, ne? Applaus. Er ist zurück. Robert Heinrich I. bat anlässlich seines 15-jährigen Thronjubiläums wieder zur feierlichen Audienz. Bestimmend aber in all seiner Güte wie eh und je, er zerstreute so Gerüchte, er und Seifenstein seien nur Schauspieler. Wir sind ja heute schon den ganzen Tag da und wir können bestätigen, es gibt den Kaiser wirklich. Seine Majestät und der Seifenstein, ja. Ich meine, du kannst dir dann zuschauen und wirst das ja sehen, dass das der Kaiser ist, ne? Das ist wieder irgendeine Verschwörungstheorie aus dem Internet. Natürlich gibt es die. Zu diesem ganz besonderen Anlass wurden ganz besondere Gäste eingeladen. Es sollte eine würdige Feier für einen würdigen Herrscher werden. Die Hymne wurde von Alle Achtung interpretiert. Wir versuchen uns, benehmen uns so gut als möglich und versuchen natürlich nicht den Unmut des Kaisers auf uns zu ziehen in irgendeiner Form. Und also, wie gesagt, ich denke, dass wir das schon schaffen. Wir sind ja gut erzogen alle. Eure Majestät haben wir jetzt geübt. Ich habe meine Frau jetzt die letzte Woche nur so anreden dürfen. Die werden wir in Ehren halten. Die passt da nicht rein. Machen Sie eine CD aus dem. Deswegen haben wir keine CD gemacht. Die sind einfach wahnsinnig komisch. Und sie sind halt auch ein bisschen bösartig und das sieht man schon gern. Und wenn dann Leute eingeladen sind, die das wissen und damit gut umgehen können und nicht super eitel sind und auch also eine Selbstironie haben, ich glaube, das sieht man einfach gern. Sie hat sich als Zebra verkleidet. Ja, zu ihren Ehren, zu euren Ehren. Entschuldigung. Also, wir sind per Du, aber ich bin zwei, dann stimmt's immer. Ah ja, okay. Ja? Gar nicht. Das hat dann sogar der Assinger kapiert. Mit der Erklärung aber erst. Ne? Er kann machen, was er will. Das finde ich ja so eine angenehme Position, weil er kann mich rausschmeißen, er kann den Bundespräsidenten rausschmeißen, er kann viel wichtigeren Menschen als wir sind das Wort verbieten. Er hat auch mehr Freiheiten als ein Journalist, wobei wenn man nicht politischer Journalist ist oder Society- oder Gesellschaftsjournalist wie ich, dann darf man auch ein bisschen frecher sein. Also wenn er zu mir sagt, und in Zukunft ein bisschen brav sein, kann ich nicht so ganz ernst nehmen. Wir haben die Schalmei ausgepackt und wollen ihm das Lied I'm Alright zum Besten geben. Das kann er sich jeden Tag anhören und kann halt auch einfach wissen, dass er alright ist. Alright. Es gehen halt nicht alle Worte, die man so bisher in seinem Leben gelernt hat. Hier muss man sich anders ausdrücken. Das merkt man auch, wenn man hier an den Hof kommt, dass sich alle schon auch im Vorfeld der Sendung auch ganz anders ausdrücken. Also da, ich glaube, jeder übt auch schon dann immer für die Audienz, dass das einfach läuft. Deswegen sind wir erfolgreicher wie die Deutschen beim Skifahren, weil der Deutsche drin ist, fühl in dich hinein, spüre deine innere Kraft. Und der Österreicher sagt, scheiß dir nicht. Ja, sehr nobel, sehr prunkvoll und erinnert an frühere Zeiten, die man aus der Schule, aus den Geschichtsbüchern kennt. Also ist eine interessante Atmosphäre. Auf 100 Jahre Regentschaft. Wer ist als Erster aus dem Ja, wir hatten ja schon Internproben zuvor, wo wir alles durchspielen, weil es muss ja die gesamte Technik und alle wissen, was passiert, damit keine Überraschungen passieren, weil die Überraschungen passieren ja dann beim Kaiser möglicherweise eh. Ho! Ho!
Meine Damen und Herren, Frau Scheidt, Herr Oberhauser, ich darf Sie bitten, sich zu erheben, auch vor den Bildschirmen. Seine allerhöchste apostolische Majestät, Robert Heinrich I., Kaiser von Österreich. Der riecht ein bisschen komisch, ist der wer gesessen? Das würde mich nicht wundern, Majestät. Der Thron übt auf das gemeine Volk eine ungeheure Anziehung aus. Ja, aber da, boah, zum Glück sind wir im Freien, da geht ja die Tiere nicht mehr zu. Majestät. Wen haben wir da, die Scheiß? Scheiß. Eure Majestät. Wir freuen uns, dass sie extra hergekommen ist. Ja, ausschließlich. Gell? Euretwegen. Ja? Und wen hat's mitgebracht? Eure Majestät, ja? Bin plus eins. Aha, so. Ja. Von einem Urlaub am Strand gefunden. Ja, hat mir recht gut gefallen. Haben wir sind die Hunde mit aus dem Urlaub, jetzt hat sie halt mich. Ja. 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 Wieso sind wir überhaupt da, Seifenstein? Majestät, unter tausenden Bemühungen von verschiedensten Medien hat Studio 2 ein Exklusivinterview bekommen. Meist, dann machen wir das. Also. Wir sind schon sehr nervös wegen des Thronjubiläums heute am Abend um 20.15 Uhr auf ORF1. Ist das so? Das haben wir schon gehabt, Seifenstein. Nun, Majestät, den feierlichen Abend haben wir schon gehabt, korrekt. So. Und das ist aufgezeichnet worden? Sehr wohl, Majestät. Haben wir gar nicht mit. Da wollten wir fragen, wer kommt denn oder was? Wie wird denn gefeiert? Wer wurde denn geladen? Ja, wer war da? Opulent, Majestät, opulent. Wirklich? Zwei amtierende Minister der Regierung, Eure Majestät. Ah, das können wir uns erinnern, ja. Ja. Welcher? Ja, die Alma Sadic, die Justizministerin. Ah? Ja, da haben wir sehr interessante Sachen erfahren von der. Ja. Also nicht verbal. Wir haben sie gefragt, ob wir noch was Lustiges zu hören bekommen in nächster Zeit. Und dann hat sie gesagt, na, das können wir nicht verraten. Und das haben wir aber in ihren Augen gesehen. Also es wird noch lustig werden. Wer weiß, vielleicht haben wir bald wieder einen neuen Bundeskanzler. Wie viele haben wir gehabt jetzt mittlerweile? Seit Majestät an der Macht sind? Ja. 11 Stück, Majestät. 11! Und jetzt haben wir aber so viele Minister auch gehabt, gell? Gesundheitsminister waren auch so viele. Ja, die wechseln heute Gesundheitsminister wie andere Leute Unterhosen. Ne? Das ist halt ein Problem. Ja. Viele Prominente waren ja schon bei Eurer Majestät. Ja. Wie ist denn die Einladungspolitik? Darf da jeder kommen? Wer wird denn da gefragt? Na, das macht der Seifenstein immer, gell? Also wir haben einen Wunsch und er erfüllt sie uns. Mhm. Okay. Nach Möglichkeit. Jetzt, wenn jetzt aber 15 Jahre Thronjubiläum sind und Seifenstein, Oberst Hofmeister, ist immer an Ihrer Seite, an eurer Seite, gibt's da eine Dankesgabe? Ja, viele Geschenke, aber die sind dann halt meistens, also mehr so für Sterbliche. Geld? Na, Geld brauchen wir keines, wir haben ein Geld. Okay. Also, okay. Wie viel wissen wir auch nicht? Wäre mal interessant, das zu erfahren, Seifenstein. Aber Geld ist uns wurscht. Wie schaut es denn aus beim 70-jährigen Thronjubiläum von der Queen? Seid ihr eingeladen? Ja, wir sind eingeladen, wir fahren aber nicht hin. Nein, nein. Weil die Liesl, wissen Sie, die Liesl, die ist so lästig, ununterbrochen, wie sie uns irgendeine ihrer unzähligen großen Nichten als Ehegattin auf den Hals hängen. Nicht? Und da sagen wir, na. Nein, und dann mit dem Karli reden, der redet ständig von seinen Pflanzen und von seinem Gemüse. Und wir haben einmal versucht, über Polo mit ihm zu reden, haben wir gesagt, Karli, mit Essen spielt man nicht. Aber Eure Majestät, es ist ja schon so, vielleicht sollte man doch ein bisschen auf die Queen hören, weil das Volk, wir haben uns umgehört, macht sich schon ein wenig Sorgen. Sie wissen, die Monarchie ist ja beliebt, aber es fehlt doch der Thronfolger momentan. Ja, Augenblick. Das wievielste Jubiläum von der Liesl war das jetzt? Das 70. Majestät. Das wievielte von uns war das jetzt? Das 15. Majestät. Und wo ist da der Unterschied? In etwa 55 Jahre. Aha, und wie alt werden wir sein, wenn wir das 70-jährige Jubiläum haben? Also ungefähr 39, Majestät. Ja, da haben wir noch Zeit. Man sieht es euch nicht an. So richtig. Ja.
Das ist richtig. Früher haben wir das Haar so leicht grau meliert gehabt. Mhm. Jetzt haben wir es halt schwarz meliert. Mhm. Ja, aber ihr habt noch Haar. Ja. Ne? Ja. Der Seifenstein trägt es nach wie vor offen. Offen, ja. Was ich noch fragen wollte, ein 50-jähriges Thronjubiläum gibt es auch in Dänemark. Mhm. Ja. Die Margarete. Ja, da hätten wir sogar ein Geschenk für die Majestät. Die hat ja dezent von derer. Der braucht keinen Zahnbürstel, der braucht einen Kercher. Wie? Sie ist starke Raucherin, Majestät. Ja, aber was raucht die? Kuhdung? Jetzt ist meine... Wir haben auch immer wieder gehört, und da haben wir was sehr Schönes auch vorbereitet für eure Majestät. Ihr seid sehr musikalisch. Mhm. Ja, ja, wir singen sehr, sehr gerne. Und auch sehr schön. Aber das hören wir uns doch am besten einmal an. Mhm. Toni Las Vegas! Toni Las Vegas! Ich will sicher nicht mit meiner Großmutter schlafen, denn sie ist schon über 70 und hat falsche Zeit. Da stimmt jeder Ton. Ja, richtig. Wir haben sogar mal was komponiert, das müssen wir mal zur Uraufführung bringen. Nicht? Ja, was wird? Einen Marsch haben wir komponiert. Sehr fisch. Also da geht Ihnen etwas so sein. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Aber es ist jetzt schon ein Ohrwurm. Ja, richtig. Ja. Ich bin los. Wie wird dann heute noch gefeiert? Gibt es vielleicht ein Gelage im Anschluss? Also, oder das hoffen wir schon. Muss ich nicht einladen, Seifenstein. Wieso weiß ich das davon? Majestät, es gibt eine Gala-Vorstellung in privatem Rahmen, in der Hofoper, mit dem gesamten Ballett, eure Majestät. Ja, da müssen wir uns einmal einseideln, was zum Trinken. Befehl, Majestät. Stimmung kommt wieder mal. Wo ist die Augenweide heute? Die Augenweide? Wo ist die Augenweide, Seifenstein? Ich nehme an, sie ist noch in der Maske, eure Majestät. Ja, danke schön. Ja, sehr schön. Ich gebe dir weiter. Auch was. Ich gebe es weiter. Dank. Das war nicht geplant, aber bitte. Na ja, auf 4 Gladeln. So. Prost. Auf euer Thronjubiläum, 15 Jahre. Gab es eigentlich in dieser langen Zeit auch einmal einen Moment, wo sich eure Majestät gedacht hat, ach, wäre ich doch nicht in dieses Leben hineingeboren? Ja, hineingeboren wurden wir nicht in dieses Leben. Wir sind dann von Gott persönlich auserwählt. Ja. Also natürlich ist es furchtbar, wenn man jetzt die Bilder anschaut, vor 15 Jahren haben wir doch ein bisschen anders ausgeschaut. Aber da muss man dazu sagen, die Liesl schaut auch anders aus wie vor 70 Jahren. Muss man aber auch sagen, so 70 Jahre Königin von England ist nicht halb so anstrengend wie Kaiser von Österreich. Das stimmt. Da ich sage jedes... Bundeskanzler. Wir wissen ja nicht einmal, wie der jetzige heißt. Oh ja. Irgendein Werkzeug, Majestät. Zange oder Hammer. Wurscht. Wurscht. Präsident. Nächste Woche ist ein anderer. Geht recht schnell in letzter Zeit. Ne? Das ist ich gut. Ich probiere mal auf jeden Fall. Ja, schmeckt er dir? Ja. Na gut, der kommt ja auch aus der Hofkellerei, nehme ich an, nicht? Ja, also nicht, mal wurscht. Was, wann, zumindest, was sagst du zu unserem Studium? Studio. Ziemlich offen für ein Studio. Ja. Zu grob. Na, wie zu offen? Naja, ein Studio hat normalerweise ein Dach. Das hat kein Dach. Also jetzt, wo es eure Majestät sagt, fällt es mir auch auf. Ja, da merkt man, dass der ORF immer weniger Geld hat. Ne? Ja. Weil, tatsächlich. Aber für eure Majestät braucht es kein Geld, oder? Nein, wie gesagt. Geld ist uns wurscht. Was wünscht sich denn Eure Majestät für die kommenden 15 Jahre? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, dass noch ein paar von diesen Handys auftauchen, noch ein paar von diesen Chatprotokollen. Ja, das ist so lustig. Das ist so. Na, was wir da gelacht haben. Ne? Herrlich. Gibt es solche Chats von Ihnen nicht oder von euch nicht? Nein. Nicht, nein. Wenn wir einen Laptop hätten, was wir nicht haben, ist er mit dem Kinderwagen spazieren. Mhm. Oder kommuniziert man in euren Kreisen vielleicht eher mit Brieftaube noch oder tatsächlich schon mit... Nein, mehr über Seifenstein. Über Seifenstein. Ich sag's ihm und er sagt's an den anderen. Wenn wir an die 15 Jahre jetzt zurückdenken, gibt's da einen Gast, an den wir uns besonders gern erinnern? Ja, Semino Rossi.
Der Semino Rossi, das war also so eine Zuckergoschen. Zuerst haben wir uns gedacht, was machen wir mit einem Schlagersänger? Aber das war sehr lustig mit dem. Der zum Beispiel. Der hat dann mit dem Ray Garvey, können wir uns erinnern, mit dem Ray Garvey gemeinsam für uns musiziert. Und dann nach der Audienz sind wir gesessen. Da ist dann schon ein bisschen hell geworden draußen. Das war sehr lustig. Und haben wir gesungen auch. Also habt ihr gesungen? Ja. Die haben dann sofort meine Tipps halt aufgenommen. Seitdem sind die wirklich erfolgreich. Also man soll schon generell auf euch hören. Schon, oder? Unbedingt. Ja. Unbedingt. Der Zadic haben wir zum Beispiel den Tipp gegeben, dass es gar nicht so ein großer Unterschied ist, ob man jetzt einen Akt aufmacht oder eine angeschissene Windel. Also sie kann ruhig Mutter bleiben und Justizministerin. Wie geht's jetzt mit dem Duft? Ist schon besser? Ist er schon verflogen ein bisschen? Wir sind im Freien, dann ist es erträglich. Ja. Ich habe auch extra die Windmaschine noch angemacht, damit es ein bisschen. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ja, es war notwendig, weil es ist, irgendwas ist da passiert. Ja. Derjenige oder diejenige, die da gesessen ist, muss was Furchtbares gegessen haben. Majestät. Was weiß? Nein. Majestät, ich. Also wir freuen uns sehr, dass wir heute natürlich zu diesem, als Vorboten dienen zum großen Jubiläum um 20:15 Uhr auf ORF 1. ORF 1. Dass wir heute das Abend. Und das sind wir zu sehen. Ja. Tatsächlich. Da seid ihr schauen zu wir sehen. Uns an. Mit all euren wunderbaren Schauen, wirklich? Ja. Bin neugierig, wie ich ausschreibe. Ich sehe mich ja selber nicht. Ja. Sie werden eine Freude haben mit sich. Wirklich? Eine große Freude. Ja. Zuerst aber. Danke. Na ja. Danke. Oberhauser.